Hallo meine Freunde, wie geht's euch? Ich habe hier ein großes Lego-Exemplar vorbereitet, und zwar den X-Wing. Den habe ich vor ungefähr einer Woche zusammengebaut. Und hier vorne, glaube ich, stehen die Namen unten dran. Und ich mache jetzt mal den Karton weg, weil ich habe das schon aufgebaut. Ich habe für den X-Wing 4 Stunden gebraucht. Und zwar, hier ist das Prachtstück. Ich stelle den Karton weg. Es gibt einmal R2-D2, Prinzessin Leia, Commander, weiß ich gerade nicht, und die klassische Figur, Luke Skywalker. Ohne Helm hat er eine Glatze. Und er hat natürlich auch ein Doppelgesicht. So, ich tue den Helm wieder rauf. Und ein schönes Laserschwert. Ja. Wolltet ihr nicht schon immer mal Prinzessin Leia abschießen? Jetzt geht das. Hier unten ist ein kleines Stud-Shooter dran. Und zwar genau hier. Ich habe die jetzt falsch rum eingebaut. Aber wer sie richtig einbauen will, kann sie auch richtig einbauen. Ich habe die jetzt andersrum eingebaut. Und hier geht einmal die Klappe auf, wo Luke Skywalker sich dann reinsetzt. Mit seinem Beinspalter. So, er lehnt sich zurück. Und die Frage ist jetzt, wo kommt das Laserschwert hin? Ihr zerstört das Laserschwert mal kurz. Hier kommt der Griff rein. Und hier hinten kommt der Stab sozusagen rein. Das passt nicht so ganz. Aber egal, ich mache es so. Und danach könnt ihr es einfach so wieder rausholen und wieder zusammenbauen. Fertig. Ich tue das jetzt mal wieder rauf. R2-D2 kommt jetzt, und zwar diese kleine Minifigur mit den alten Beinen, mit dieser Riesenfläche und mit so einem Noppenkopf, mit so einem, ja, so einem Gunderstein. Und hier haben die eine graue Waffe genommen, das finde ich total uncool. Eine kleine graue Waffe. Ich hasse die grauen Waffen. Da finde ich die schwarzen Waffen, zum Beispiel diese kleine Pistole, finde ich viel besser. Und das Besondere hier dran, also an dem X-Wing, ist, dass das wiegt ganze ungefähr 500 Gramm. Und ich drücke jetzt mal hier rauf. Seht ihr? Die Flügel klappen cool auf. Ich mach die nochmal zusammen. Es ist richtig cool hier von der Seite. Hier hinten drin ist so ein Stab, der das ja alles zum Funktionieren bringt. Und für diese Formation hier oben, dafür habe ich mit meinem Vater eine halbe Stunde gebraucht. Das war so ein Kampf. Hier unten hat es zwei so eine Skier, die eigentlich im Lego City Set dabei sind, aber jetzt sind sie im Lego Star Wars Set dabei. Hier vorne habe ich einen Skier bei mir im Zimmer. Und der leider immer abfällt, ne? Ja, der fällt fast immer ab oder immer. Und Prinzessin Leia ist ganz leicht gebaut. Ganz leicht. Hier mit. So. Die Haare, die hätten ja auch eine Glatze geben können. Das wäre besser gewesen, finde ich. Und ihnen hätten die keine weißen Haare verpassen sollen, sondern eher besser gesagt graue. Weil er ist ja schon ein alter Professor. An dem Set finde ich das Coolste natürlich R2-D2. Nee, Luke Skywalker natürlich. Und zwar, er sitzt den ganzen Tag so und sonstig in der Sonne. Obwohl es auf Tatooine nur Wüste gibt. Mit viel Sonne. Ja. So, jetzt hole ich sein Laserschwert wieder raus. Schade, dass es kein Licht hat. Und ihr könnt auch seinen Arm brechen, indem ihr das nach hinten macht. Und dann hat er einen andersrum Körper mit einem gebrochenen Arm. Damit würde ich mich auch schon verabschieden.
Tschüss, meine Freunde. Bitte liked meinen YouTube-Kanal und abonniert den YouTube-Kanal, damit noch mehr solche coole Videos rauskommen. Und ich habe noch eine Nerf. Die stelle ich bald vor, wenn ich ganze 20 Abonnenten erreicht habe. Und dann würde ich sagen, tschüss.